Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Kosmisches Geflüster. Aktuelles Update, 12. Oktober. Gepostet von Yada Alessandra Seidel. Rein weißes Licht, Alpha und Omega. Wie läuft's im Momentum der Akzeptanz und Integration deines unterdrückten Selbst? In der physischen Manifestation der freigesetzten, enkodierten 22-dimensionalen Energie, welche über 12-dimensionale Interaktion die geistige Entwicklung und die Schaffung des Bewusstseins, das auf das Gemeinwohl ausgerichtet ist, im Subquantenprozess der Quelle entsteht Bewusstsein, in dem alles und nichts vorhanden ist. In dieser Information generiert kosmisches Bewusstsein Raumzeit und von Bewusstsein getragen Quanten, deren Masse, Emission und Absorption von Bewusstseinsquanten, die das universelle Gemeinwohl für alle Leben ermöglicht. Alles in der Natur ist Code, der nach seinen Ordnungsregeln alle Informationen ordnet. Masse, Energie, Raumzeit, einschließlich des geistähnlichen Code-theoretischen Substrats selbst, dem Bewusstsein, das auch Verantwortung für die Erhaltung der irdischen Gattung und des gesamten Planeten übernimmt. Schon das ganze Sechserjahr seid ihr in Vorbereitung zu diesem entscheidenden Schwellenpunkt vom Ich ins Wir, um mit der Neugewichtung im vereinten Quellfeld zu verschmelzen. Es gibt niemanden in eurer Welt, dem die Trennung zwischen den Realitäten nicht tagtäglich vor Augen geführt wird. Die letzten Wochen wurdet ihr daran erinnert, euch hinzugeben, die Dinge sterben zu lassen, um Platz für glorreiche neue Dinge zu schaffen. Die Unterschiede der Wellenlänge zwischen jenen, die sich für die Liebe, das Leben entschieden haben, und jenen, die noch von Ängsten dominiert werden, haben ein neues Plateau der Realität erreicht und findet auf sehr physischer Ebene statt. Die meisten von euch sind mit jeder neuen Trajektorie tiefer ins Herzbewusstsein gewandert und haben die Liebe gewählt, sind mit Vollendung all der Dinge, die an die alte Zeitfrequenzkapsel und ihr Chaos gebunden haben, hinausgewachsen und haben damit die Abspaltung der niederen dichte Erfahrungswelt, die von Angst und Zweifel gespeist wird, und ihrer in sich zirkulierenden Resonanz vollzogen. Denkt daran, nichts deiner Erfahrungen ist Müll, es braucht nur Selbstliebe und Geduld, um weiter darauf zu vertrauen, dass du in diesen vielen abgelaufenen Interaktionen und seinen Lehrinhalten zur Heilung auf dein wahres spirituelles Selbst, dein Souverän, zurückgreifen kannst. Wenn ihr keine Blöcke und Aspekte von euch als Erdlinge selbst hättet, die der Auferstehung bedürfen, dann wären Erdlinge nicht Teil der evolutionären spirituellen Reise. Mit dem 10. Oktober habt ihr eine weitere Stufe der ewiglichen, unendlichen Strömungslehre des Lebens, der Evolution im Omniversum enkodiert. Während die Energien des 1-Beam seit Ende Monat 5 und seine komplexe Aktivierung der kosmischen Gebärmutter mitsamt all euren Seinswesen aus anderen Entwicklungsdimensionen eurer Multidimensionalität die Architektur des eigenen Bewusstseins jenseits von Raum und Zeit mit den zersplitterten Aspekten zum synergetischen Kunstwerk höchster Qualität
mit den Harmonien der Schöpfung und auf molekularer Ebene die Rotation eurer Sternenpartikel des göttlich-weiblichen in das ganze Aurafeld des englischen Engel, der Next Level seinsweise einwebt, findet nun seit dem 10. Oktober ein weiterer Vortex am Nordpol Ausrichtung. Die jährlich einzigartige Non-Stop-Verbindung in die kristalline Meisterwelt der Arcturianer entsiegelt vom 16. bis 19. Oktober weitere Kultivierungsqualitäten in den elementaren Säulen der Meisterbausteine: Schöpferkraft, unsichtbare Energie, Weisheit, Harmonie, Fruchtbarkeit und Selbstdarstellung, und wird diesmal vom Hüter des Herzchakras, Haniel, synchronisiert. Den vier Säulen werden mit weiteren vier Qualitäten der Solidarität, Ehrenhaftigkeit, Heilung, Schönheit, Wohlstand in allen Bereichen deines Sternenerbguts, in dem das eigene Herz die Komponenten erkennt, in dieser Dichte und darüber hinaus zu verfeinern, hinzugefügt. Organisatoren des großen Himmelssymposiums im kosmischen Medical Center, eurem Vortex, sind die wachenden Energien Shekinah, Befreiung und Friede, Sophia, Licht der Weisheit, Mahatma, Avatar der Synthese und die vielen Sternennationen, Blauer Aviana, vor allem jene, die bereits NT-Erfahrung, Forschungsreise der 22. Abmessung, Lyriana, Potenzial, Erinnerung, Bewusstseinsbeschleunigung, Erdlinge, Orions, Alchemie, Auferstehung, Wiedergeburt, Plejada, Multidimensionalität der Seelenheilung und Lernen von jetzt ist gleich Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, höheren Reichen der Seraphims, Feuer der Ehrfurcht löscht Unwürdigkeit, Elohims, Erbauer der Form, elementare Feuer, Wasser, Luft, Erde, Cherubims, Herrlichkeit durch Vergebung, den Erzengel Metatron, Vollkommenheit, kosmischer Christus, Andon, Seelenerlösung, Raziel, Weisheit der Schöpfung und des Lebens, Safkiel, Hüter des Karmas, Beendigung Beziehungsinteraktionsverträge, Satkiel, Zellaufbau, Kamael, Hüter des Lebensfeuers, Solarplexus, Javkiel, Läuterung, Sandalphon, dynamischer Lebensprozess des Schöpfungsplans, dem Bataillon Michaels und allen voran die ausführenden Chirurgen Arcturiens, Swati-Energie, Unabhängigkeit, Eigenständigkeit, Heilung, Kunst, Wohlstand und Erfolg. Wenn ihr immer mehr Licht aufnehmt, beschleunigt sich eure Schwingungsfrequenz. Euer Aurafeld hat schon in den letzten Wochen einen großen Part der Ausrichtung eingenommen, wird stärker und strahlender. Dies beschleunigt die Schwingungswirkung der Elektronen und hilft allen, disharmonische Ansammlungen abzuspalten. Es ist jetzt die Zeit der Graduierung für die Humanoiden, nach dem Zusammenbruch der Zeitlinie in den letzten 32 Monaten und der Verwirklichung des Aufstiegs der Erde, des Übergangs in ihren neuen, trajektorischen, orbitalen Tanz zu folgen. Ihr werdet in einem allseits erklingenden kollektiven Ruf aufgefordert, jetzt in die Dienstbarkeit zu treten, um die höchste Version Hoheit eures Souverän zu verkörpern. Eine Notwendigkeit vor diesem kristallinen chirurgischen Eingriff im Medical Center der Arcturianer ist Entgiftung. Es ist hierbei wichtig, die Aufmerksamkeit auf die Gedanken zu legen. Gedanken sind eine der mächtigsten Energieformen des Universums.
ein Teil der Evolution in der Entstehung, Geburt einer neuen Realität. Die intensivere Entgiftung von Stoffen und Substanzen aus den Erinnerungsspeichern des Körpers wird dein höheres Bewusstsein in das Bauchhirn entladen, ausdehnen und toxische Verbindungen zwischen emotional und physischen Körpern aufzusprengen und ausleiten. Dabei treten Entzündungen, Bauchraum, Kieferraum, akneartigen Schüben, Fisteln, Eiterbildung, Hämorrhoiden, vermehrte Schleimbildung und außerordentlich starken Zwischenblutungen, Gerstenkorn, eingetrübtes Sehen, Ohrkristallverschiebung, Gelenken, besonders Kniegelenke, Blutveränderungen, Eisen, Ketone, Eiweiß, Zucker, Protein, Erythrozyten, Leukos, Nitrit und erhöhtes Pediformon, HCG-Wert, etwa wie in der 8. bis 10. Woche der Schwangerschaft, einhergehend Übelkeit, Kreislaufproblematiken, Schwindel, Amnesie, Erinnerungslücken, Konzentrationsmangel sowie Haptik- und Gravitations-, Schwerkraft-, Druckveränderungen auf. Einige von euch erfahren schon in den letzten Wochen durch die Bewusstseinsbeschleunigung des Spin von Kausal- und Erdsternchakra besonders tiefgründige Traumreisen mit großartigen Botschaften, vielen Wegweisern. Andere werden in die heiligen Hallen der Akasha geführt, wo die Chroniken des Massenmissbrauchs in Hochkulturen eingesehen werden dürfen. Hier geht es darum, mit anderen höhere Blickwinkel darauf zu lenken, ab wo sich gleichwertiges, neutrales Miteinander in ego-basierten Vorteil gewandelt hat. Die erweiterte Heilung, Aktivierung des Alpha-Chakra, ca. 15 bis 20 cm oberhalb des Kopfes mit 5 Grad Neigung zur vor das Zentrum des Kopfbereichs, verbindet über dein 10. Chakra mit dem Omega-Chakra 20 cm unterhalb des Steißbeins und öffnet den Thread zur Empfängnis der puren, rein weißes Licht Schöpfungsenergie. Damit wird gewährleistet, dass die magnetische Christus-Liebesenergie die Zellen im Transmutationsprozess in eures Kristallinisierungsprozesses die fünfdimensionale Körperstruktur durch die tiefblauen, vereinzelt violett erscheinende Flamme vereint und die Erdlinge mit dem planetaren Gitternetz und mit allen Knotenpunkten des planetaren Netzes neu ausrichten. Die Flamme des Schöpfungsbewusstseins verkörpert sich im Energiezentrum des Hohen Herzens, das als weißer Feuerkern eurer irdischen Blaupause bekannt ist. Der Begriff weißer Feuerkern identifiziert den Gotteskern allen Lebens, von den höchsten Ebenen des Bewusstseins bis zum bescheidensten Atom. Gleichfalls ist der Kern des weißen Feuers euer individuell eigener Kern des Seins und wird als Sitz der Seele bezeichnet, der Ursprungspunkt, an dem sich Geist und Materie treffen. Ihr seht, eine aufregende, spannende Phase in eurer Schaffung des engelischen Selbst, allen sternenwandernden Lebenskünstlern im State of the Art, lichterfülltes Momentum. Yada Alessandra. PS: Achtet auf die Zeichen des Kosmos, auf die Natur und ihre Wesenheiten um euch herum, die dem Herz den Weg weisen. Ich liebe, liebe, liebe es. Aus meinem privaten Schatzkästchen geplaudert zeigt sich die Signatur des Götterboten Merkur Hermes durch Informationsaustausch des Stoffwechselaustausch Umwandlungsprozess in meinem herbstlichen Garten durch einen prachtvoll erblühten Oleander und das bei nächtlichen Temperaturen häufiger bereits unter 5 Grad.
Der Oleander erblüht ansonsten je nach Wärme Juni, Juli, der Zeitraum, wo wir dieses Jahr den 1-Beam enkodieren dürften. Im Reich der Naturwesen ist Oleander Atmung, Hormonsystem und Herzessenz im Element Luft und somit dem Götterboten Merkur zugeordnet, die Geburt der eindrucksvollen Blüten, die vielen, vielen Schmetterlinge und Marienkäfer, die sich gerade überall herumtummeln, sind ein freudiges Zeichen des Umwandlungsprozesses. Meine Herzoktave strahlt. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.